Oh, ich zieh mal die Jacke aus. Oh, Chat! Asche ist wieder da, Urlaub ist vorbei. Zeit einfach nur stundenlang vor sich hin zu reacten. Let's fucking go! Oh Gott. Wisst ihr, was das Allerschlimmste daran ist? Wir werden jetzt Running Gags von letzter Folge mit in diese Folge nehmen und keiner wird's verstehen. Und keiner wird's verstehen. Außer wir. Oh, sie zieht sich aus. Ja, du hast mir auch 30 Euro gegeben, Alpenjunge. Bitte 30 Euro darfst du direkt das verschwitzte T-Shirt, was ich anhabe, mitnehmen nach Hause. Hier die nächsten Ascheclips inklusive? Nee, Mucki geht essen. Schnell, solange Mucki weg ist. Willkommen bei Streamclips Germany. Viel Spaß. Dankeschön. Hildegard. Oder Dieter. Ich bin mir nicht sicher. Eins von beiden wird es sein. Hildegard oder Dieter. Oh Gott. Oh, Hildegard. Ist es bei dir im Keller auch blond oder ist es da eher grau, Hildegard? Dietergard? Dildegard? Nee, warte. Hildegard klingt nicht gut. Ist es da, wie ist es denn im Keller, liebe Dildegard? Ist es da eher blond oder eher grau? Weißt du, ist egal, Dildegard, im Dunkeln sind alle Katzen grau. In der Nacht? Wie geht das Sprichwort? Bitte. Warum haben wir heute so oft das Thema deutsche Sprichwörter? Ist ja furchtbar. Furchtbar ist das hier. Wieso bin ich jetzt in der Gruft? Und wieso... Oh... Könnte einfach meine Frauenärztin sein. Also. Warte. Für alle, die die Story nicht kennen. Ich habe einige Frauenärzte in meinem Leben schon gehabt, weil ich öfters umgezogen bin. Ich muss sehr regelmäßig zum Frauenarzt wegen einer Krankheit, die ich habe. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich bei meiner Frauenärztin bin, müssen sie kommentieren, dass ich eine überdurchschnittlich lange Vagina habe. Also der Weg von meinem Vaginaeingang zu meiner Gebärmutter ist anscheinend sehr lang. Das erwähnen die jedes Mal, okay? Und genau deswegen ist das jetzt lustig. Bitte lachen. Happy Rabbit Gifted at Tier 1 Sub 2 FVIGA 86. Wir sind 11 Sekunden. 11 Sekunden im Streamclip Germany Clip drin und ich rede über meine Vagina. Man könnte fast meinen, ich bin heute richtig in Pussy-Stimmung. Versteht ihr, weil ich heute eine Katze bin? Wird immer besser, oder Chat? Ich habe das Gefühl, je mehr Streamclip Germany wir gucken, desto mehr ist hier gerade alles am Absterben. Wieso sind hier die Kerzen nicht an? King Krul. Ah ja. Okay. Ich muss sagen, ich finde, es hat schon irgendwas von der Vagina. Gut, never mind. So nicht, dass ich jemals alle gesehen habe. Ich glaube nicht. Ich keine Ahnung, ich kann noch ein Beat drunter legen. Genau das, darf ich kurz sagen, genauso fühle ich mich als Streamer, wenn ihr das Wall-Emote spammt. Wenn ihr das Emote spammt, wo Asche gegen die Wand redet, genauso fühle ich mich dann. Das ist das Gefühl quasi verfilmt. Ah, yeah. Ich bin Streamer. Oh, ich wollte gerade anfangen zu rappen. Ich wollte gerade voll zu Asche werden, versteht ihr? Weil es gibt einen Rapper, der ist Asche. Ich wollte gerade zu Asche werden. Oh, sie wird auch gleich zur Asche. Weil sie verbrennt und stirbt. Weil sie stirbt und ihr Körper sich langsam in alle Einzelteile zerteilt und dann irgendwann nur noch Asche übrig bleibt und sie ihr Leben verlässt ihren Körper und sie wird zur Asche, weil sie brennt. Und das ist furchtbar. Beim Feuertod tut erstens alles sehr, sehr weh. Gleichzeitig erstickst du am Rauch und dann... Okay, pass auf. Es ist voll cool, Asche zu sein, by the way. Eine von uns! Ihr müsst doch sagen, dass ich hier umstellen muss. Guck mal, es wird echt einer dieser OnlyFans-Streams. Oh nein! Oh, ich will, dass er sich an die Titte packt, so wie das Mädchen aus der anderen Folge. Bitte, mach das männliche Äquivalent. Wenn die sich an die Titte packen darf, dann darfst du jetzt gerade den Hoden auspacken. Oh nein, ich hab die Kamera vergessen. Ist der schon fast Ostern? Wird Zeit zu bemalen. Menschen, die über sich selber lachen können, sind die Besten. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war.
Und das hat sich halt ein... Goddammit! Warum bin ich auch immer so früh in der Folge? Ich bin doch gar nicht... Alter, ich fühle mich richtig... missbraucht manchmal. Okay? Wenn es eine Person gibt, die sich selber nicht sehen will, dann bin ich es. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin doch gerade erst am Reinkommen in die Folge und dann bin ich direkt wieder rausgerissen. Zwei Jumpscares hintereinander! So, was ist das für ein Clip? 1:1 angefühlt wie Cornflakes. Also hab ich mir eine volle Hand genommen und die halt mir in den Mund geschoben. Und weil ich dann bei der fremden Person nicht auf den Boden kotzen wollte, habe ich es dann auch durchgezogen und runtergespült, you know? Alter. Wie könnte der zuhören? Wie könnt ihr dieser Frau zuhören? Wie könnt ihr das? Ich wusste auch nicht, selbst als es dann in meinem Mund war, wusste ich auch nicht, dass es spezifisch Katzenstreu ist. Ich dachte mir nur, oh, es ist auf jeden Fall nicht... Wie praktisch, dass ich genau heute Hallöchen Asche. Ich bin hier. Ich habe mich heute verkleidet, passend zum Thema, damit wir dieses Trauma heute mal besprechen können, damit wir das verarbeiten können. Hi Asche, ich hab heute beschlossen, wir machen es wie Batman. Wir stellen uns jetzt unseren Ängsten, okay? Batman wurde zur Fledermaus, ich werde zu Katzenstreu. Ich Cornflakes. Alter! Oh Mann. Das hört sich 100% an. Wie bei A-Team, wenn ein Auto eine Vollbremsung macht. Sorry, ich will gerade lieber gucken, was hier oben für Dinger sind. Streamopfer. Oh mein Gott, genau so sieht mein Discord auch aus. 2000 fucking Benachrichtigungen. Das beweist mal wieder, dass Frauen einfach nur Objekte der Begierde sind. Die klingt ja jetzt schon wie mein Opel. War ja klar. Aber fahren kannst du trotzdem nicht. Ich bin ein biologisches Okay. Sie kann die Möwe, sie könnte, also wenn sie so weitermacht, kann sie im Prinzip eine ganze Folge A-Team einfach nachsynchronisieren. Never care for what they know. Let's go! Was haben wir eigentlich? Habe ich verpasst? Habe ich den Trend der blonden Perücken verpasst? Oh mein Gott, ich unterbreche ihn mitten in seiner coolen Note. Ich bin so eine Fotze, ne? Man könnte fast sagen, ich bin eine Pussy. Oh, yeah! Er stimmt mir zu. Er hat gerade ja gesagt. Super, Leute. Nein. Ja, gern doch. Geschehen. Ich bin live. Lady, was tust du? Scheiße. Anstatt auf Aufnahme zu drücken, gehst du auf Stream starten. Du bist auf. Der Angst eines jeden Streamers. Leute, es gibt nichts Schlimmeres, als es ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Aber ich denke jedes Mal, es passiert mir, okay? Ich habe der Angst... Ach Mann. Jetzt will ich schon gar nicht mehr meine Story erzählen. Jetzt bin ich der Beleidigte. Aber ein... Hört auf, in mein Glas zu futzen. Ich warne euch. Ich weiß, was für ein Clip das ist. Ich weiß genau. Es gibt nur ein Level von Humor, was bei Streamclip Germany ankommt. Ich gehe in Position, Chat. Ich gehe in Position. Ich habe eben darüber gesprochen, dass Katzenfürze die Schlimmste sind. Bin ready. Wenn ihr in mein Scheißglas vor... Oh, da unten. Ah ja. Atme es ein, Arschloch. Wir stinken und wir sind stolz. Asche stinki, Asche stinki. Das ist auch noch unser Raid. Das ist auch noch unser Raid, Chat. Das ist unser... Nein.
Ascheclip ist, selbst wenn es kein Ascheclip ist, sind wir trotzdem die Stinker. Wir sind trotzdem das Problem. Selbst wenn es, was sind wir denn? Wo sind wir so? Hör auf, nein! Stimmt, die Nase. Oh, warte. Und wir sind stolz, Asche Stinky. Hör auf, nein! Stimmt, die Nase. hab schon mal vorgewärmt von Elia und jetzt warst du dran, Baby. Ja, ich weiß, ein guter Duft. Das ist der Duft von 3 Stunden Streamerstuhl. Ist mir heute mit meinem Steuerberater tatsächlich passiert. Oh, ohne Scheiß. Sie sagt das Wort Steuerberater und ich verliere sofort jede Freude, die ich vom Clip vorher hatte, ne? Denn ich bin nochmal ganz kurz in unsere E-Mail-Unterhaltung gegangen, weil ich nochmal nachgucken wollte, ob ich alle Informationen da abgegeben habe, die ich abgeben wollte. Und da fällt mir doch tatsächlich auf, dass ich mein letzter Satz war, sollte noch etwas fehlen, schreiben Sie mich bitte einfach an. Chat, ich habe meinem, und er hat nichts gesagt, weil wir haben ja telefoniert danach. Ich habe meinem Steuerberater geschrieben, sollte noch etwas fehlen, scheißen Sie mich bitte an. Man muss aber auch sagen, das wünsche ich mir wirklich von meinem Steuerberater. Mein Steuerberater ist diese kleine, ganz, ganz kleine Brücke, ja, oder ganz, ganz kleine, diese ganz, ganz kleine Abgrund, bevor Knast, okay? Also wenn was fehlt, dann soll er mich auch anscheißen, Leute. Wenn was fehlt, dann scheißt er mich hoffentlich an. Ist mit Level Team sowas wie Steuermachen noch einfacher geworden? Nein, die haben absolut gar nichts mit meinen Einnahmen zu tun. Ich hab mir in die Brille gewebt! Ich sehe nichts! Oh, es brennt! Oh, es brennt! Moment! Oh! Es tut mir so leid, Naomi. Mein Beileid. Aber ich sehe hier gerade, dass eine meiner Lieblingsbands im Hintergrund ist. Haben wir Hayloft in bei Naomi gemacht? Oh! My daddy's got a gun! My daddy's got a gun! Oh! Ich muss auf Toilette kacken. Apropos machen, gelenkige Frauen, habt ihr gerade gesehen, ja? So, ich bin jetzt mal der Cockblock hier, wortwörtlich, mit vollem Schwanzeinsatz. Das ist so ein Ritual bei mir, wenn ich live komme und einen Song schreibe. Seit neuestem so, damals war es nicht so, aber mein Magen kriegt immer irgendwie ganz komische Probleme, wenn ich halt... Warum erzählst du mir das? Wir sind eben die am meisten stinkenden Personen auf Twitch. Warte, ist der Stream noch aktuell? Oder hast du zufälligerweise jetzt erst geschrieben, Alpenjunge? Weil der Furz-Clip ist schon länger her. Moment, hat mein Stream krassen Delay? Nein, oder? Chat, ich sag Marco. Marco? Astra! Hallo, Astra! Hallo! Polo! Okay. Ich sag Disco. Ihr seid Party. Disco? Polo, genau. Er ist jetzt geschrieben. Okay. Party. Okay, sehr gut. Nice. Hallo, Astralöchen. Hallo, du Süße. Wie geht es dir? Hallo. Ey, ein Wunder, dass mein Schwanz sich noch so süß bewegt, wenn du da bist, Astra, und der nicht steif wie ein Brett ist. Bin ich ehrlich. Probleme. Mein Leben war vor 30 Sekunden etwas. Weißt du was? Weißt du, wen ich eigentlich fragen muss wegen der ganzen Mauspad-Sache? Ich muss Astra fragen. Astra. Oh, egal, ignoriere, wo ich bin, Astra. Astra, was? Chat hat 50-50 gewählt. Was von beiden ist ein besseres Mauspad-Motiv? Das Bild von Juni muss leider ein kleines bisschen angeschnitten werden, damit es passt. Come on. Rechts. Es war literally. Boah, ja. Einfach stell mal vor, du bist Astra und ich weiß, Astra, wir beide hassen Entscheidungen. Und da kommt Astra einmal beim Stream vorbei, okay, hat nie Zeit. Weil Astra so normal arbeiten muss, so wie normale Menschen, ja. Und das Erste, was ich mache, so, hey Astra, Zeit für eine Entscheidung, Astra. Und ich frage mich, warum ich keine Freunde habe. Oh, jetzt seid ihr schon wieder alle. Wir haben eben eine Abstimmung gemacht und es war literally 50-50. Es war literally ein 50-50. Das soll so ein größeres sein. So ein XL. So ein XL-Mauspad. So eine Mausmatte mehr gesagt, besser gesagt. Geh einfach Zigaretten holen. Nein, lass ran! Schnick gesagt, nice als Wallpaper für den Desktop. Ich finde beide nice, tatsächlich. Definitiv recht. Das Grüne hatte eine Stimme mehr. Ja, es war quasi 50-50. Mach doch Displays raus. Nein, ich will ein Mauspad. Deswegen frage ich auch noch, warum nicht beide? Weil das einfach,
Das wäre das allererste Mal, dass ich Merch verkaufe. Ich weiß noch nicht mal, ob sich überhaupt Mauspads von mir verkaufen. Rechts vom Mauspad, links vom Wallpaper. Alles klar, die Frau hat gesprochen. Die Frau hat gesprochen. Ich danke dir, danke schön. Danke schön. Okay, wir gehen zurück. Oh, jetzt bin ich, die Frau hat gesprochen und jetzt bedecke ich die andere Frau. So. Keine Probleme. Bro 7 giftet at hier ein Subtour extrem chill. Dankeschön, Bro! This is the first gift. Genau, also was ich sagen wollte, wir können nicht beide als Mauspad machen, weil ich einfach noch überhaupt nicht weiß, wie sich Merch verkauft von mir. Okay? Ich weiß noch gar nicht, ob sich Merch verkauft, wie sich Merch verkauft, ob sich das einfach geldtechnisch lohnt für die Produktion, da irgendwie 2 anzustreben. Es gibt ja auch so Mindestbestellwert. Also wenn auf einmal, wenn ich beide Matten machen würde, ja, und das rechte Bild, das rechte Bild verkauft sich viel, viel mehr und das linke Bild verkauft sich nur ganz wenig, dann kann das sein, dass wir nicht mehr den Mindestbestellwert von der Fabrik erreichen und so weiter und so fort. Das macht halt alles nicht ganz Sinn tatsächlich. Macht doch auf Vorbestellung. Ja, ich weiß, pass auf, ich bin da auch gar nicht so sehr drin. Wie gesagt, das übernimmt Leitmotiv eigentlich alles. Ich müsste es immer fragen, aber 2 finde ich Overkill, glaube ich. 2 finde ich einfach Overkill, meine ich. Ich guck mal. Wir reden vielleicht nochmal drüber. Lass uns lieber weiter reacten. Dankeschön, by the way, Team King. Dankeschön für die Gibbs an Astra. Dankeschön. Mein Stiefvater kam gerade zum ersten Mal rein und hat deinen Stream mitbekommen. Jetzt ist es nicht mehr dein Stiefvater, jetzt ist es dein Ex-Vater. Nein, es war... Es war vorher dein leiblicher Vater, Rabbit. Dann hat er den Stream gesehen und er hat einfach alle Gene, die dich und ihn verbinden, sind ihm gerade so aus dem Körper gefallen, damit er nicht mehr mit dir verwandt sein muss. Es ist sein Ex-Vater quasi. Verständlich, verständlich. Hättest du doch nur den Pornhub-Tab aufgehabt, Rabbit. Ich sag dir, der ist leichter zu erklären und das weißt du auch, okay? Er hat sich umgedreht und ist gegangen. Ja, das ist ja fast wie ein echter Vater. Das ist der Moment, wo Stiefvater zu Vätern werden. Sie holen auch Milch. Nur ich. Es war, ich schwöre euch, niemand drinne. Und da war einer, der hat so gebohrt und eine Küche aufgebaut. Und dann bin ich halt an der Küche vorbei. Dann hört er auf zu bohren. Und dann habe ich gemerkt, wie der halt auf einmal so mir hinterherläuft. So. Und dann bin ich extra so abgebogen. Dann ist er auch abgebogen. Da habe ich mir gedacht... Sonja, so verendest du also im Möbelhaus. In der Küchenabteilung, irgendwo verbaut in einer Küche. Nein! 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 Nein, Asche. Leichenteile irgendwo... Nein, wirklich, Leute, ich konnte in der letzten Folge keinen Witz machen, Frauen und Autofahren, also bietet sich jetzt so sehr Frauen und Küchen an, es ist wirklich, ich hasse es. Gut, versteckt, aber es ist nichts Frauen gewesen. Und der musste Küche einfach nur denselben und Weg sterben laufen, in Küche, genau in dem God Moment, damn it. Wo ich an ihm vorbeigelaufen bin. Nein, ich weigere mich, schon genügend, oh, lecker essen. Sorry. Ich weigere mich, okay? ich mache heute eine gute Tat und ich lasse meinen scheiß Casual Sexismus sein. Heute nicht. Der ist noch im Urlaub. Jetzt mach du den links von dir, genau da. Nein. Na, links von okay. dir, ja, links von... Wenn Asche da nun bei Leitmotiv bist, hast du auch einen Uvo-Code? Nein. Ich habe keine Uvo-Partnerschaft. Dir! Nein, links von dir, Toro, du Holzkopf. Was machen wir denn da? Seht ihr? Und ihr macht euch lustig, wenn ich mich mit rechts und links nicht auskenne. Hol dir von mir Gemüse, hör auf die Schweine zu töten. Vor allem genau, Schweine haben auch Gefühle. Zum Beispiel das Bedürfnis, Sexismus zu machen. Es tut mir leid, Chat. Es tut mir leid. Ich geh extra an die Tür, um das rüber an den Berg zu schreien, Alter. Als ob das... Geht's gut. Hab jetzt 10 Minuten Essensbuff. Danach werde ich wieder hungrig sein. Oh, so fühle ich mich gerade. Ich will Pizza. Ich habe Holz abgebaut. Perfekt. Oh, wisst ihr, wie die Nadeln vom Baum gerade aussahen? Die Nadeln vom Baum sahen aus wie meine Lieblingspizza. Wisst ihr, was meine Lieblingspizza ist, Chat? Pizza Patate. Pizza Patate. Oh, Pizza, italienischer Teig, nicht der amerikanische. Creme frech. Käse. Rosmarinkartoffeln. Hackfleisch.
Und das sieht einfach literally, es sieht, das, was da gerade runtergefallen ist, diese Nadeln sehen genauso aus wie die Reste von der, von der, von der, von den Rosmarin-Gewürz. Ja, ich habe einen Sprachfehler! Rexelian giftet Etier-1-Subtur-Onige Riesenpei 93. Goddammit, Chat, wie oft müssen wir das heute noch wieder entdecken? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich habe einen Sprachfehler, kommt mal klar! Wenn ihr mich in meinen Sprachfehlerzeiten nicht wollt, dann verdient ihr mich auch nicht in den Katzenstreu-Esszeiten, okay? Reicht jetzt. F wie futtern, genau. Wo ist unsere Hütte hin? Was hast du getan? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh, ich habe nur an eine Pizza gedacht. Blöd. Passiert. Stopp! Halt! Stopp! Warte, stopp, warte. Warte, die treffen nicht. Oh Gott. Ich hab keine Munition mehr. Die treffen nicht, Chat. Da treffen die einfach nicht. Geh mal weg da. Oh Gott, ist ein Stachladen. Ich sag dir jetzt gleich. Oh, wenn ich jemals einen Shooter spielen würde, es würde einfach genauso aussehen. Genauso würde es aussehen. Ich sag's euch. Das ist wirklich 1:1. 1:1 so würde das aussehen. Wir müssen gar nicht so tun, als wäre das nicht so, Jet. Das wisst ihr. Das wisst ihr. Du meinst, dass es so gut aussehen würde? Hey, das fandet ihr gut ausgesehen? Oh, ja, natürlich, Astra! Nee, dankeschön, dass du reingeschaut hast. I love you so much, I love you too! Eine Woche zu schlafen ist angenehmer als. Habt ihr das gelesen, Chat? Die geht arbeiten. Sorry. Ich weiß, manche von euch erschrecken sich vor dem Geräusch. Ich zum Beispiel. Unter der Woche ist Schlafen angenehmer als in der Woche. Unter der Woche ist Schlafen angenehmer als in der Woche? Unter der Woche ist Schlafen angenehmer als in der Woche. Okay, pass auf. Der ganze Kontext von diesem Satz ändert sich, wenn ich euch sage, ich kannte mal die Person, die hieß Woche. Deine Mutter. Und unter der Woche zu schlafen ist angenehmer, weil ich dann sterbe, weil die so fett ist. Ja! Ja! Comedy! Lachen! Sehr gut. Sehr gut. Die Lacher gehen mir so ein kleines bisschen zu lang. Die Lacher gehen so eine Sekunde zu lang und deswegen klingt das so bezahlt. Wisst ihr, was ich meine? Die Lacher gehen so ein kleines bisschen zu lang. Und ich habe eigentlich Lust, mit meinem Chat irgendwie so nackt um Lagerfeuer zu tanzen. Das wäre schon irgendwie... Boah, die Streamer immer mit ihren parasozialen Beziehungen. Aber genau darüber haben wir heute schon geredet. Also, auch über parasoziale Beziehungen, da sind wir Profis drin. Nein, ich meinte über am Lagerfeuer tanzen. Ich habe heute noch gesagt, dass meine Streams, wirklich mein Humor, unser Niveau, muss für andere Leute so aussehen, als würden sie, in der Zeit zurückreisen und sie sehen ein Lagerfeuer und drumherum so Neandertaler und so unga bunga, unga bunga. Genau so wirken unsere Streams für Leute, die mich nicht kennen. Man guckt in den Chat und es fühlt sich an, als wären wir zurück. Voll, voll! Voll, voll! Ich bin mal wegen Flipflops die Treppe runtergefallen. Bin einfach so auf die Treppe zugelaufen und vor der Treppe ist hinter mir einer auf dem Flipflop draufgestanden, wie auch immer. Ich weiß immer noch nicht wie. Der ist dann vorne gerissen und dann bin ich die Treppe runtergekullert. Muss ja sagen, ne? Da wäre ich ja richtig so auf die Fresse fallen, weil jemand mir auf meinen Flipflop tritt. Ich wäre richtig ausgeflippt. Aber stattdessen hat sie ja einfach nur Flop gemacht. Ich liebe Stream Delay. Es gibt nichts Schöneres, als Streamer so 2 Sekunden warten zu müssen, bis die ersten sehr enttäuschten oder sehr erfreuten Nachrichten kommen. Es ist so schön. Es gibt nichts Schöneres. Nee, ich geh jetzt! Ich lieb das. Es gibt so 2 Sekunden als Streamer, wo du hier in absoluter Stille sitzt, weil Chat noch nicht bei dem Witz angekommen ist im Stream. Und dann kommen die Reaktionen rein. Es ist so schön. Blatt. I just wanna get high with my... Oh, ich lieb das. Ich lieb Röpsen. Ich finde Röpsen so schön. Ich finde, man lacht immer über Furze. Und Furze ist generell hahaha, Furz, Furz. Aber ich finde Röpser mindestens genauso lustig. Ich lieb das. Ich mag das auch total.
ich bin ja Empath, ne? Ich bin ja total empathisch. Ich bin so gut, mich darin in Leute hineinzufühlen, zum Beispiel in deine Mutter. auf jeden Fall. Ich stelle mir auch immer vor, ich denke mir immer so, boah, wie schmeckt das gerade? Was für einen Geschmack hat sie wohl gerade im Mund? Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich Fürze höre, dann denke ich auch immer so, boah, ich wüsste gern, wie das riecht. Und bei Röpser ist auch normal, oder, Chat? Kennt ihr doch, oder? What the fuck? Ich will mir seine Abilities angucken. Ich hab dann immer, kennt ihr das, wenn ihr saure Süßigkeiten seht? Ihr seht saure Süßigkeiten und euch läuft so das Wasser im Mund zusammen und ihr habt das Gefühl, ihr würdet diese saure Süßigkeit essen. Kennt ihr das, wenn ihr sowas richtig Saures seht und euer Mund zieht sich so ein bisschen zusammen und euch läuft das Wasser im Mund zusammen? Das hab ich, wenn ich jemanden röpsen sehe, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Oh nein, wenn jemand furzt, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Nein, dann hab ich dieses Röpsgefühl im Mund. Ich fühl das irgendwie mit, I don't know. Oh. Oh. Alter, so sah Niami eben in VR-Chat auch aus, als das Tracking durchgedreht ist. Das hab ich, wenn ich dir zugucke, was, dass dir Wasser im Mund zusammenläuft oder dass du meine Röpser mitspürst. Das ist widerlich. Ich will irgendwie, habt ihr das Bedürfnis? Ich habe richtig das Bedürfnis, den Kopf zu nehmen. Und dann einmal mit so richtig, ich will das so, diese, kennt ihr diese Comedy? Wee, 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 wee. Kennt ihr diese Comedy-Geräusche, wenn sich etwas so... Ah, fuck, wie klingt diese... Warte. Diese Cartoon-Comedy-Geräusche. Wartet. Das meinte ich tatsächlich nicht ganz. Warte. Cartoon. Das Geräusch meine ich. Das hier. Genau so stelle ich mir vor, wenn ich mir seinen Kopf nehmen würde und ihm diese Drehung wieder rausdrehen würde. Wisst ihr, was ich meine? So wieder andersrum drehen. Genau das Geräusch stelle ich mir dann vor. Oh, fuck, ich bin vor der Person. Was? Gib Gas, Mann! Oder sollen wir uns eine Zelle teilen? Das war eine Cutscene, wo das nicht passieren sollte? Ach so, ach, das habe ich vielleicht auch falsch bei meiner Fahrprüfung gemacht. Was? So soll das nicht aussehen. Was? Ach so. Niemand, arme Mann. Ich habe noch nicht viel Minecraft in meinem Leben gespielt, aber wenn ich etwas gelernt habe, dann niemals gerade nach unten graben. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Leute, wisst ihr, was das hier gerade war? Das war genau wie, als ihr mir eben gesagt habt, dass es zwei Flüsse gibt, die Oder heißen. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass man also den Satz sagen kann, meinst du die Oder, Oder, Oder? Und dann habt ihr gesagt, nein, das stimmt nicht, es gibt nur einen Fluss, der Oder heißt. Genau so habt ihr mir die Freude wieder aus dem Körper gerissen. Genau so! Aber ansonsten findest du ja nichts. Macht ja auch keiner mehr Clips. Du musst einfach nur Essen runterschmeißen vor der Cam. Oh, noch eine Spezi. Jetzt bleibt es auch noch stehen. Es sollte runterfallen. Nice. Manche Menschen haben einfach zu viel Skill. Sollte runterfallen, damit ich es so tun kann. Hallo, Wollblume und Zoriati. Oh. Moment, ich bin weg. Hat Kiki sich gerade perfekt erschrocken, als ich näher gekommen bin? Bitte sagt mir, wenn man das klippt, sieht das so aus, als hätte Kiki sich einfach zu Tode davor erschrocken, dass ich von hier nach hier gekommen bin. Bitte. Ich, wenn ich auf Kiki zugehe und das Bisasam-Kostüm in der Hand halte, zieh es an. Oh, ist doch mal leid, Kiki. Ich liebe Gronkh und ich gucke gerne bei Gronkh, aber ich gucke mir niemals Spiele, die ich selber spielen will, bei Gronkh an, weil er einfach jeden Scheiß mitnimmt, aufsammelt und sich Sachen anguckt, die keine Sau interessieren.
Und ständig Sachen übersieht. Und das ständig Sachen übersieht. Man darf niemals onstream über Gronkh reden. Er wird es sehen. Er wird es bei. Ihr seid so Petzen, ne, Chat? Ihr seid so Petzen, wirklich. Das ist ja nicht mal, haha, lustiger Clip zwingend. Obwohl, ich meine, die Wahrheit kann schon manchmal lustig sein. Aber es ist ja nicht mal haha. Es ist einfach nur, weil ihr sehen wollt, wie Gronkh drauf reagiert. Ihr Petzen! Aber Hauptsache eine Whiskyflasche auf dem Tisch. Oh ja, kann man eventuell noch mal gebrauchen. Steck ich ein. Und dann 5 Minuten später. Warum kann ich denn nicht mehr rennen? Boy, du hast 20 Kilo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es noch weitergeht. Holy shit. Da hat jemand Hass. Nevermind. Das ist sehr gut, dass er sie verpetzt hat. Ich weiß nicht. Wenn wir Gronkh irgendwann ermordet in seiner Wohnung finden, ist sie auf jeden Fall einer meiner Hauptverdächtigen, Alter. Du hast zu viel in deinen Taschen, Alter. Ich mach mal kurz meinen Satz. Erschlagen mit einer Whiskyflasche. Ich sag's euch. ihr habt sie nicht verpetzt. Ihr habt Gronkh gewarnt. Dazu. Ich habe gerade laut geschrien. Ich glaube, meine Nachbarn sind sauer. Ich habe da gerade eine Autotür gehört. Die hauen ab. Die verschwinden. Periode. Wenn es so einfach wäre. Blutung. Scheiße. Die Frau hat hochgeguckt. Oh mein Gott, ich kann nie wieder meine Wohnung verlassen. Nein, wenn eine Frau hochgeschaut, ist doch okay. Das ist doch so, das ist doch auch das Einzige, über das man beim Mädelsabend redet. Beim Mädelsabend redet man auch nur über Tampon, Blutung, Periode. Keine Sorge. Das ist doch voll normal. Schau mal, echt, wie viele Klippen, wenn du einmal Clip sagst. Ja, aber das Letzte, was ich will, ist, dass ich nach jedem lustigen Moment in meiner Stream sagt, klippt das jemand? Okay, ich will, dass ihr selber da verarbeitet. Wow. Scheiße. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Was kann ich tun? Ich bin auf einmal ein Huhn. Ich immer weiter nach vorne. Kann ich irgendwas... Ich smashe die Tastatur. Nein. Oh, das hätte ich so dringend. Weißt du, wo ich das gebraucht hätte? Bei dem 8 Stunden Minecraft Jump'n'Run Stream. Da hätte ich mal so einen Moment gebraucht. Das könnt ihr mir sagen. Das hätte ich echt verdient gehabt. Aber stattdessen habe ich mich selber da 8 Stunden durchgefickt. Super cute. Oh, das wäre eine geile Deko. Ich will genau diese Deko mit diesem Psychoblick Gronk. Mit dem hier kommt Erik. So, mit dem Psychoblick von der letzten Folge. Gut. Super cute Bock. Ja. Das fand jemand schon zu cute. Das passiert, wenn das so cute ist und das Blut halt woanders hinfließt, you know? So, heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick an Sitzen. Von TikTok jetzt hierhin? Ich hab keinen TikTok. Kim, wo kommst du her? Welche Asche guckst du auf TikTok? Ich hab keinen TikTok. Wenn euch eine Asche auf TikTok anschreibt, es bin nicht ich. Ich hab keinen TikTok. Ein Hut auf die Rolex, tickt man sie. Verlaufen! Sie wollte eigentlich bei einem guten Streamer schreiben. Hast du denn Insta? Theoretisch. Ich hab die App schon seit Ewigkeit nicht mehr geöffnet. Aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, wieder mal ein Soda-Ausritt in dem Pose-Auffüllt. Macht mich's mir nicht, macht mich fett raus. Oh mein Gott! Guck dir das mal an! Wir haben so viel gemeinsam. fuck, er ist ein Rapper. Ich heiße wie ein Rapper und wir haben beide fake Katzenohren an. Ist das nicht schön? Die Beute mit Pose aufschnitt. Ja, das sind die Posis, die deine Clips klauen und auf TikTok hochladen. Um mich nicht mal um Erlaubnis fragen. Ich hätte ja nicht mal was dagegen unbedingt, wenn sie mich wenigstens fragen würden. Wie frech ist das denn? Was nicht stimmt. Ich mache jetzt mal schnell einen Faktencheck. Du rotzhässlicher Vogel. Hey. Ich fick die... Bin ich froh, dass ich mich nach rechts gesetzt habe. Wirklich, bin ich froh. Fick dich selber, Junge. Schwanz. Guck mich so an mit halt deinen Spitzen. Eingeschissene Arschblätter, du Kind eines LKWs voller Scheiße. So fühle ich mich momentan auf Twitter. Weil in der deutschen VTuber-Szene gibt es Beef. Und ohne Scheiß, ich öffne Twitter morgens und genauso sieht das aus. Und ich sitze einfach nur daneben, bin so, ja, ich liebe Drama. Wieder? Rein, ja. Da, dem Kleinen. Das können wir gut. Das können die VTuber halt gut.
Durchschnittliche Konversation auf der App, Drew. So sehen die um mich aus, die Twitter-Beefs. Was los? Nein, pass auf. Ich bin generell kein Fan eigentlich davon. Ich wollte eigentlich nur einen Funny-Joke machen, weil ich dachte, ihr versteht dann, wovon ich rede. Beef, was passiert? Wo Beef? Oh mein Gott, ihr kleinen Drama-hungrigen Wichser. Das ist nicht mal was unbedingt Großes. Und ich finde, dass auch bis jetzt sehr sachlich, also teils von vielen, also die Hauptdiskutanten sind relativ sachlich damit umgegangen. Aber das stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Okay, nehmen wir mal, ich nehme es zurück, okay. auf jeden Fall ist das an sich kein Riesending, okay? An sich bin ich auch nicht der Fan davon. Die deutsche VTuber-Community hat Drama? Nee, es sind einfach nur Leute auf Twitter haben Drama, welche auch zufällig VTuber sind, okay? Es sind auch zufällig Streamer, by the way. Das heißt nicht, dass die ganze Streamer-Bubble toxic ist, weil einfach nur ein paar Leute Stress haben. Nein, ich will euch nicht von Beef erzählen. Ich rede dir nicht über Beef. Jawohl. Ich mag Hühnchen eh viel mehr. Hey, versteht ihr? Dicker. Entschuldigung. So es wurde geopfert. Es wurde geopfert, Flo. So einfach ist das. Die haben gehofft, dass sie dich so richtig primitiv, die schmeißen so ihr Erstgeborenes hin. Sie so, nimm es, LeFloid. Hau rein, aber lass uns in Ruhe. Bambi auch vorbei sein können. Danke für das Spiel. Speisekarte. Cool, Speisekarte. Ich auch. Wie, wo ist meine Speisekarte? Ich hätte auch gerne Speisekarte. So, ich hoffe, die jetzt auch, oder? Pizza Party. Nein! Ihr habt's onstream gesehen, feine Katze findet Leute, die von einem Flugzeug fallen und sterben, lustig. Bitte canceln. Hier habt ihr euren Beef. Spiel mal, ich verstehe das sowieso nicht. Bitte. Liebe Spieleindustrie, bitte, ich flehe euch an. Jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel aufmache, bekomme ich einen Hörsturz. Ja. Jedes einzelne Mal. Laut. Ist es zu viel verlangt, dass ihr standardmäßig die Musik lieber einen Tacken zu leise setzt? Sprich, Amen, Schwester, Amen. Schrei es hinaus. Hattest du die Clips nicht schon gesehen, Asche? Welche Clips? Diese Clips hier? Bist du des Wahnsinns? Nein! Ich hatte Urlaub! Festhalten! Oh. Nee, er meinte die auf TikTok. Hä? Nein! Hallo, nee, ich bin, keine Ahnung, was ich bin. Ich bin eine sehr haarige Katze. Unrasiert. Die von dir geklaut werden? Nicht, dass ich mich erinnere. Ich höre zum ersten Mal davon, meine ich. Aber man muss auch sagen, mein Kopf schlecht. Dumm. Ich habe eine gute Erziehung. Ich bin wortgewandt und wortschlaghaftig. Klatschfertig. Habe ich gerade geklatscht und ist der Klatsch fertig? Wortfertig? Wir sind alle auf einer Wellenlänge. Hä? Na, ich weiß nicht, aber genauso fühlt sich das aber auch an zu streamen. Ich sag's euch, außerhalb meiner Streams rede ich wie, als wenn Goethe mir ins Hirn geschissen hätte, okay? Aber bei den Streams ist es wie, wenn du eine Mathe-Klausur schreibst und du hast eigentlich voll viel geübt für die Mathe-Klausur und du schreibst den Test und auf einmal hast du Blackout und du erinnerst dich an gar nichts mehr. Genauso ist das. Schwöre. Ein cooles Gefühl, wenn du so ein großes Messer in der Hand hast. Warum denn? Ich weiß nicht. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich, vor allen Dingen heute, also von den letzten zwei Folgen, voll viele Menschen haben diese Brustbein-Tattoos. Also zum Beispiel die Misty hatte so Waffen. Und ich meine sogar die im Clip vorher hätte auch so Brustbein-Tattoo gehabt. Krass. Look, ist das so eine Streamer-Sache? Ja. Weil im echten Leben sehe ich voll selten so Brustding-Tattoos. Ich hasse es, wie sauber die Küche ist. What the fuck? Lass uns nicht überreden, Tobi. Man muss aber auch sagen, das ist ja auch, du machst es ja auch sauber für den Stream. Also ich nicht, aber andere Menschen. Als ob Goethe mir ins Hirn geschissen hätte. Nein. Okay. Asche, hast du Tattoos? Nein, ich habe zu große Angst vor Nadeln. Ich habe früher immer als Kind gesagt, ich will Tattoos. Weil meine Mutter hat zum Beispiel viele Tattoos. Das heißt viele. Nein, so viele hat Mama auch nicht. Aber Mama hat Tattoos zum Beispiel. Und ich wollte als Kind, ich wollte immer Tattoos haben, aber ich habe so Angst vor Nadeln. Ich habe so unfassbar Schiss vor Nadeln und vor dem Schmerz.
Ich kann das nicht. Ich bin auch der Meinung, das wird sich sofort bei mir entzünden wie sonst nichts und dann fällt mir einfach der Arm ab oder so. Ich wollte früher aber, wenn ihr wissen wollt, was für Tattoos ich haben wollte, wisst ihr, was für eine Hure ich bin? Ich wollte so dringend so ein wie ist das deutsche Wort dafür? Das ist so ein, nicht das Arschgeweih, okay? Das Arschgeweih, meine Mutter hatte sich mal ein Arschgeweih tätowieren lassen, hat das sehr bereut. Nein, nicht das Arschgeweih, sondern vorne. Vorne, dieses Succubus-Tattoo. Pussygeweih, I guess, Tramp-Stamp? Ja, I guess. Ja, genau, der Schleier, genau. Und zwar habe ich mal ein Motiv im Internet gesehen, das war richtig schön. Das war so ein Pokémon-Motiv, okay? Und der einzige Ort, wo ich dachte, dass das hinpasst, war da unten. Weil ich wollte es nicht auf dem Rücken haben, weil ich wollte das Tattoo selber angucken können. Ich hasse den Gedanken, ein Tattoo zu haben, was ich nicht sehen kann. Und dann habe ich als Kind oder so als Jugendliche, wollte ich dann unbedingt dieses Pokémon-Motiv. Ich glaube, das waren einfach nur so 8-Bit-Pokémon, die so lang laufen, so mehrere hintereinander. In einer, so wie als würde die Entenmama und dann laufen die Kinder hinterher, ja. Und ich wollte das dann hier unten haben, so auf dem Vaginaplatz ungefähr, so da ein bisschen höher halt, weil ich fand, das ist der einzige Ort, wo das wirklich schön hinpasst. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass das halt dieser Nuttenstempel ist. Und ich war so, oh. Oh. Bitte bleib hier in der Küche mit dem Messer. Okay, hier in der Küche. Es ist eine offene Küche, also ist wohl die ganze Wohnung eine Küche. Und dann wollte ich eine Zeit lang, wirklich so richtig WhatsApp-Status-mäßig, so Text von My Chemical Romance haben. welches war es nochmal genau? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, das ist schon länger her. Meine Chemical Romance-Phase ist länger her. When I was a young boy. Ich wollte von einem ihrer Lieder wollte ich so einen Text so auf dem Handgelenk haben, Schwachsinn. Und dann wollte ich eine ganz lange Zeit lang, habt ihr Naruto geschaut? Kennt ihr von Naruto? Nicht Naruto Shippuden, Naruto. Wo er Rasengan lernt. Er lernt Rasengan und er muss dann mit diesem Wasserball muss der arbeiten. Erinnert ihr euch an die Folgen? Der ist mit Jiraiya unterwegs und er muss mit diesem Wasserball muss er Rasengan lernen. Und damit er sich besser konzentrieren kann, malt Jiraiya ihm so ein Zeichen auf die Handfläche. Und ich fand das so cool. Ich fand das so simpel und ich fand, das war kein Tattoo, was ich irgendwie irgendwann bereue, weil ganz ehrlich, es ist halt einfach nur auf der Handfläche, scheiß drauf, es ist nicht besonders groß. Und dann wollte ich unbedingt dieses Rasengan lernen, Spiralen, ja, diese Spirale wollte ich auf der Handfläche haben. weil ich so ein fucking Weep bin, okay? Okay. Wisst ihr was? Ich schäme mich für nix. Let's go, let's go. 3, 1. Wir sind wie Schwestern. Heute alle als Katzen unterwegs. Handflächentattoo? Ja, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich sehr dolle wehtut, aber darüber habe ich nicht nachgedacht, okay? Ich will eh gar kein Tattoo mehr, weil ich mich nicht traue. Ich liebe es. Es ist wirklich. Piu! Schieß, Luna. Schieß, tu der Welt einen Gefallen, Luna. Schieß. Wenn du es tust, Luna, dann kann ich friedvoll gehen. Tu es. Ich habe 24 schöne Jahre gehabt. Ich habe genügend Schmerzen hier auf Twitch verbreitet. Schieß, drück ab. Hast du da sowas? Ja, ich bin dumm. Oh mein Gott. Es ist wieder passiert. Jedem Menschen, wo ich mich zu sehr nähere, wird dumm. Ich habe schon Auftragskiller beauftragt, mich umzubringen, aber sobald sie in meine Nähe gekommen sind, haben sie einfach alle ihre Gehirnzellen verloren. Ich will doch einfach nur sterben. Gut. Hey, Moment. Achtung, Vorsicht. Hab sie. Aua. In Minecraft? In Minecraft natürlich! Hä, seit wann sprudelt das denn aus Glasflaschen? Ich lerne nicht aus meinen Fehlern.
bin körperlich und psychisch von dir abhängig. Körperlich vor allen Dingen. Körperlich. Nein, Wille. Furchtbar, furchtbar. Get help. drück aufs rote, du weißt schon, auf das Erste-Hilfe-Kreuz oben bei deinem Tab. Und Dankeschön für die 4 Monate. Oh, mein ganzer Socken. Meine Hose. Oh, nasse Socken sind das Schlimmste. Jetzt ist mein Fuß kalt. Ich habe da eine Lösung. Zieh einen Krock und eine Socke an. Das finde ich schön. Ich will, dass wir das nicht begründen, den Witz. Nur die Leute, die tatsächlich dabei waren, als ich das Bild onstream gezeigt habe, werden das jetzt verstehen. Wartet da unten schon auf uns. Kuro, danke schön für die 3 Monate auf Stufe 3. Danke schön. Sitzt die da einfach so. Ich wollte gerade gucken, ist hier hinter noch irgendwas? Nee, hätte ja sein können, dass so hier hinter dem Tor irgendwas ist. Nice. Oh mein Gott, die haben ja sogar Döner in dem Spiel. Die haben ja sogar richtig Döner-Kebab aufgestochen. Jetzt nur noch ein bisschen drehen an der Flamme. Mm. Sorry, ich habe einfach mega Hunger. Habt ihr das gesehen? Ja! Mit meinen beiden wunderschönen Augen. Richtig, meine wunderschönen Augen? Machen eure Augen auch so Geräusche? Nice. Nice, nice. Oh. Bitte, ja. Jetzt ich. Boah, das Alter, genau das. Genau das. Brauche ich mal. Genau diese Position. Kann ich mal zu so einem Chiropraktiker gehen und der knackt mich einmal hier so durch? Ich habe das Gefühl, das würde alle meine Rückenprobleme momentan lösen. Ich brauche das mal. Ich bräuchte mal eine Sniper. Eine Sniper in meiner Fresse. Luna! Luna, warum hast du dich abgedrückt? Ja, es war Absicht. Ich bin wieder bei Haaren. Ich liebe Haare. Sorry, du hast auch echt einige Haare im Gesicht gehabt gerade, Ginger. Hit the Kitty, du hast tolle Haare. Ich glaube nicht, dass du das jemals hören wirst von mir, aber das habe ich jetzt mal gesagt. So, das war das. Streamclip Germany verbindet Menschen. Warum sitze ich jetzt in der Mitte, als würde es um mich gehen? Ja, es ging zu lange nicht mehr um mich. Nehme ich mir jetzt hier raus, ne? Dass ich immer sage, oh, du hast so tolle Haare. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh no! Mein Mehl ist ja umsonst! Nein, Leute, let's go! Was kann man denn nur mit Mehl machen? Oh mein Gott, wisst ihr, was ich letztens gegessen habe? Ihr wisst ja, ich mache mir super gerne so Bananenpfannkuchen. Heißt, ich nehme so eine überreife Banane und dann zerquetsche ich die mit einer Gabel und dann mache ich da Mehl rein und dann mache ich da Ei rein und dann mache ich da noch ein bisschen, das war's. Eigentlich nur Mehl, Ei und die Banane und dann kommt das in die Pfanne und dann habe ich so einen Bananenpfannkuchen. Problem ist, ich wollte einen Bananenpfannkuchen, aber ich hatte keine Eier mehr. Also habe ich gegoogelt, wie man eierfreien Bananenkuchen macht, okay? Und das Rezept war Banane, Backpulver, Mehl und ein bisschen Milch. Und dann habe ich das gemacht, habe das vermischt und dann habe ich das einfach komplett roh gegessen, weil mir dann klar wurde, dass ja kein Ei drin ist. Also darf ich es roh essen? Liebe Esch, nach 24 Monaten muss mein Hart entnehmen sein, um deine Kutnis, Verpeiltheit und den Schimmel zu genießen auf noch eine lange Zeit. Liebe Esch, darauf ein Asche unsere im Schimmel. Eva! Gereinigt werde deine Mops. Dein 2 Jahre. Dein Wille ist widerlich. Führe uns nicht unter deinen Tisch, sondern erlöse uns von dem Ekel. Denn dann ist der Würgereiz und der Sporenflug. In Ewigkeit. Ja. So, Chat, ich hab ein Dankeschön, Ivo. Vielen Dank für 24 Monate. Und ja, Chat, ich hab einen Sprachfehler. Aber können wir jetzt über meine Story reden? Ich hab dann wirklich die ganze Schüssel, das war Banane, etwas Backpulver, Mehl und Milch gegessen. Okay? Ich hab das komplett gelöffelt. Komplett. Weil mir dann klar geworden ist, dass ich das ja gar nicht warm machen muss, weil Eier ja gar nicht, weil keine Eier drin sind. Aber ich hatte trotzdem Durchfall meines Lebens, keine Ahnung. Das ist ja umsonst. Wait a second! Ah! Wenn ihr sagt, ich soll lieber Creme Fraiche nehmen, habe ich mich... Sorry, bin nur mal hier. Warum erschrecken sich heute die Leute ganz so von mir? Du bist so ein Arschloch. Ja, wieso steht denn auf einmal Kaunzi da? Schlechte Angewohnheiten werden.
Warum Arschritze? Arsch und Rotheit gehen halt nicht. Ja, aber ich dachte, wenn da Ei drin ist. Ich dachte, das Ei ist das Schlechte, deswegen man Durchfall bekommt. Schon mal die Mehlverpackung durchgelesen? Nö. Warum? Warum sollte ich das tun? Da ist Mehl drin. Warum? Ach, das ist ein Bauchnabel. Das ist ein Bauchnabel. Alter, wenn du noch nie eine Frau nackter als ein T-Shirt und eine Hose gesehen hast, so, was ist das? Warum haben die Frau noch mehr Löcher? Ist das das Loch, von dem die alle immer reden? Wir haben jetzt, warte mal, ich habe jetzt für knapp 500 drei Jahre gebraucht. Das heißt, für 5000 brauchen wir, das ist ja jetzt, kann sich ja jeder selbst ausrechnen, das ist ja einfache Mathematik. Das ist ja einfach, wenn man 4500. Ich falle nicht drauf rein, Chat. Ich werde nicht rechnen. Der rechnet das jetzt selber. Komm, ich mal an. Sportler haben sich Rohe ein ist kein Problem, Asche. Also ist rohes Mehlessen auch nicht gut. Aber warum ist das rohe Mehlessen denn okay, wenn ich es warm mache in der Pfanne? Weil der Bananenpfannkuchen wäre ja okay, wenn ich ihn warm gemacht hätte. 100 mal 3 sind 8, 12, 13, 13,5, 13,5 Jahre, was? Was rechne ich da gerade? Moment, warte. 4000 durch 3. Weil es da nicht roh ist? Ja, aber was kann denn, also was ist denn an Mehl roh? Also, hä? Mehl ist doch einfach nur, zum Beispiel das Mehl in Brot ist doch auch roh, oder nicht? Nee, Brot wird auch warm gemacht. Nee, jetzt wo ihr es sagt. Ich habe einen tanzenden Gurt über den linken Ellbogen. Geil. Geil. Hell yeah. Weil es sich dann verändert. Mehl kann Bakterien enthalten. Nein. Nein, wartet. Wartet, Chad. Nein, ihr macht mir jetzt nicht Mehl, rohes Mehl mit Milch und Backpulver kaputt. Das war voll geil. Das war voll lecker. Das hat richtig gesprudelt im Magen irgendwie. Das war voll geil. Nein, ihr nehmt mir die zwei Oderflüsse und jetzt nehmt ihr mir auch noch mein Mehl? Oh, danke schön für die neue Molten Freeze. Jetzt habe ich, Moment, ich muss das durch 3 rechnen. Das heißt, das sind 4500 durch... Nee, das kann auch nicht sein. Hä? Warte mal. Ich wusste das wirklich nicht, Chen. Punkte für anderes. Warte. Wer bringt das denn? Das bringt ja auch einem irgendwie keiner bei. Wann habt ihr das denn gelernt in eurem Leben? Gewonnen. Irgendwann gehst du deswegen drauf. Ist ein Wunder, dass ich noch nicht draufgegangen bin. Mein Gewinn. Du sogar einmal. Mein Gewinn. Auf, oh mein Gott, Chen, du hast auf meine Strumpfhose geworfen mit Klettverschluss. Ist das schlecht? Ja, weißt du, wie Klettverschluss funktioniert? Oh mein Gott. Das wäre, weißt du, was das wäre? Das wäre so eine richtig so Sigma-Mail, ja, so richtig Alpha-Mann-Art und Weise, eine Frau auszuziehen, ja. Ja, so eine richtig, das wäre so richtig, also stell mal vor, du hast so, es kommt eine Lady zu dir nach Hause, die trägt so einen Minirock und so eine Strumpfhose, ja. Und dann dann ist sie so, boah, ja, sollen wir mal ins Schlafzimmer gehen? Und im Schlafzimmer packst du so unter dein Kopfkissen. Für eine Sekunde denkt die Frau, oh nein, der hat eine Waffe. Oh, ich bin bei einem Serienmörder gelandet. Aber stattdessen holst du so einen Kletthandschuh raus. Und dann machst du einmal, zack, du packst dir einmal so auf den Oberschenkel und du reißt dir einfach einmal komplett die Strumpfhose mit diesem Kletthandschuh weg. Das wäre so lustig. Warte mal, war das Sigma jetzt so? Sigma-Mail? Nein, Sigma-Mail, das englische Wort für, ach Mann, ihr hört mir gar nicht mehr zu. Ihr wartet nur noch darauf, dass ich irgendwas sage, was doof klingt oder dumm klingt oder falsch ausgesprochen ist. Ihr hört gar nicht mehr meinem Inhalt zu. Ihr guckt nur noch auf mein Cover. Mein Buch. Ich habe auch innere Werte, Chat. Das Leben ist mehr als falsche Aussprache. Richtig? Oder ist das jetzt über Kopf oder sonstiges? Nur mal kurz. Moment. Eben fixen. Gerade guck mal, Chat. Ich dachte, wir sind hier bei Streamclips Germany, ich bei Streamclips Australien. Das sieht so anders aus. Wenn ich solche Geschichten von dir höre, denke ich immer, wieso lebt die Frau noch, um euch zu bestrafen? Das ist inzwischen meine Theorie. Okay? Gott hat mich schon genügend mit meiner Existenz bestraft und jetzt seid ihr dran. Aber passt, oder? So. Drück mal alte 4, da kannst du schneller Blätter fangen. Warte, ich probier mal.
Ich war der Verfechter. Ich war der Verfechter. Ich war der. Ich habe onstream gesagt, Gronkh, der sieht gerade mal aus wie 23. Gerade mal sieht er aus wie 23. Und stattdessen beweist er onstream, dass er Alzheimer hat. Hat nicht funktioniert. Schade. Never mind. Ich habe nie an ihm gezweifelt. Ich habe nie an ihm gezweifelt. Lies mal die Dateien. Nein, dann muss ich lesen. Schnauze-Chat. Kuschelst du mit einem Stein? Kevin, ich weiß, ich bin... Er kuschelt mit einem Stein? Entschuldigung? Wenn er das macht, ist das uncool. Aber wenn jemand ein Stein heißt, ist das cool, oder was? Jetzt nicht die netteste. Aber dass du den Stein mir vorziehst... Die sind witzig. Ja, dann freue ich mich, dass ihr die Dateien gelesen habt und euch gefreut habt. Ist, finde ich jetzt doch, ist was Persönliches. Ich mag so Steakhouse-Fries. Kurze, breite Pommes. Ich rede von Pommes, nicht von Pimmel, ja? Und... In der Kürze liegt die Würze, doch ich mag es lang und dick. Diese langen, wabbeligen Pimmel, damit! Penis! Oh Gott. Die einzige Begründung, dass Klopapier so im Aufzuhängen ist, wenn man eine Katze besitzt. Lifehack. Toilettenpapier nicht aufhängen, weil man sich weigert, die letzte leere Klorolle abzuhängen. Und stattdessen einfach auf den Boden, die Badewanne oder das Waschbecken unter Schränkchen draufzustellen. Ich hänge mein Toilettenpapier hängt nicht mal, okay? Das steht einfach nur links von meiner Toilette auf dem Waschbecken-Unterschrank. Du kannst mir gar nichts. Ich habe eine... Oh mein Gott. Sie bereut ihre Aussage. Ja, okay. Ich nehme alles wieder zurück. Das war jetzt ein bisschen dumm, ja, aber es sah so aus, als hätte ich das Ganze als eine Waffe nutzen können. Nein. Okay. Boah, da runterwichsen, Chat. Pass diesmal auf. Okay. So schreien die Kinder, die ihr die ganzen Klippen am runterwichsen seid. Wow! Sorry, ich wollte wie Mario klingen. Stattdessen klang ich wie, als würde jemand eine Katze würgen. Das war mein erstes richtiges Katzengeräusch. Ich wollte dieses Mario. Wow! Es wird immer schlimmer. Hab mich doch mal raus, du dickes Ding. Der ist mitten im Eingang. Kusch! Ich komme hier nicht durch. Ich hätte irgendeinen Baumstamm hingesetzt. Hier ist ein Baum gewachsen. Wirklich? Ich komme hier nicht raus. Für die Umwelt! Siehst du denn, dass du dir die Lippe verbrennst, machst du den Mund nicht auf? Also ich esse nicht so. Ich berühre das schon mit den Lippen. True, jetzt wo ich drüber nachdenke? Wanne. Ja, natürlich. Jetzt wo ich drüber nachdenke, ja, man berührt das Essen mit den Lippen. Dann bist du drin und denkst dir, oh nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Du kommst hier nicht mehr raus. Ah, nein, ich komme hier nicht mehr raus. Irgendwann ist es Zeit, dass jeder mal zur Asche wird. Mew ist halt süß und schnuffig, aber Mewtwo ist halt einfach... Ich finde, Mewtwo ist dieser Samen. Ist auch einfach sexy. Dieser Samen. Wenn man Pokémon... Bisasam. Penis in Bisasam-Knolle. Penis in Bisasam-Knolle. Penis in Bisasam-Knolle. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr nicht wissen wollt, wie sich das anfühlt. Den Penis in diese Bisasam-Knolle. Oh. Und eine sexy... Irgendwer muss doch dafür sorgen, dass sich diese Knolle zu einer Blume weiterentwickelt. Die Knospe braucht Samen. Zuordnen kann, finde ich, ist Klurak und Mewtwo schon sexy.
Ja, also ich glaube, wenn man mit Pokémon schlafen könnte, dann wären es die beiden. Oder mit welchem Pokémon würdet ihr gerne mal schlafen? Magnezone auch. Bisasam, Magnezone. Tangelos. Ja, Tangelos. Schlurp. Lass mich nachdenken. Wir müssen mal so ein richtiges Pokémon Smash or Pass nochmal machen, Chat. Grüßis, dankeschön! Ich meine, Bisasam hat ja sogar Rankenhieb, Leute. Bisasam hat ja sogar Rankenhieb, you know? Was darf ich dich angucken? Was? Was passiert? What is happening? Hm? Hä? Warum gehst du ohne mich raus? Ich hab aus dem Fenster geguckt und bin jetzt draußen! Togepi! Du Ekliger. Was ist, als würde ich mit deinem Hoden schlafen wollen? Togepi ist quasi nur ein Ei. Togepi ist quasi nur ein Ei, Alter. Ich mache jetzt auch nicht so ein kleines Löchlein. Divendi, hast du deine Farbe geändert? Warum bist du nicht mehr lila? Warum bist du nicht mehr lila in meinem Chat? Divendi, hast du deine fucking... Ich heul gleich. Bei mir... Hä? Und jetzt bist du wieder lila. Du warst gerade grau. Du warst für eine Nachricht, warst du grau. Ich schwöre, ich mache einen Screenshot. Du warst für eine Sekunde warst du grau. Alter, ich hab grad, ohne Scheiß, ich hab mir grad fast ins Höschen gemacht. Ich hab mir grad ins fucking Höschen gemacht. Holy fucking shit. Oh mein Gott. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, das ist mein fucking Mod, okay, das ist eh schon schlimm. Aber generell gibt es nichts Schlimmeres, als wenn Twitch-Viewer, ja, ihre Farbe ändern, okay? Ich muss mir eure ganzen Existenzen merken mit einem komischen Gamer-Namen und euren Farben. Ihr könnt nicht auf einmal Sachen ändern davon. Hier. Da. Mein Beweis. Alter. Was machst du, Schatz? Hab ich mich erschreckt. Fishing for compliments. Der ändert einfach seine Farbe. Ist so der böse Zwilling von Divendi. Der böse Zwilling. Okay, ich bleibe orange. Ja, bitte, Leute. Und ihr beschwert euch immer, dass ich viel pausiere. Aber ganz ehrlich, Chat. Ganz ehrlich, okay? Ganz ehrlich. So schlimm ist das doch gar nicht. So schlimm ist meine Pausiererei doch gar nicht. Ohne sowas hättet ihr das hier nicht. Silverluke, danke schön für 3 Monate. Moji, du machst sofort wieder grün, du blödes Arschloch. Warte. Was ist das? Würde ich noch essen. Und das wisst ihr ganz genau, dass ich nicht lüge. Okay, also bin ich. Also, meine Stimme haben sie. Wundervoll. Ja, du bist auch mein. Du bist auf meinem Wahlplakat. Du bist mein. Du bist der Grund, warum ich den Inzest mittlerweile verbieten möchte. Also vorher war er okay. Ich bin in der falschen Generation geboren, ne? Das ist. Oh, ein Wauwau. Nein, ich bin eine Katze! Wunderschönen guten Abend, Pipewave. Katze Kralig, danke schön! Für die 16 Monate! Sorry. Alles gut. Last player standing. Oh, Katze Mistang! Was? Sorry, ich kapier bei Ballerspielen nie, was passiert. Das könnt ihr nicht. Oh mein Gott! Naja, was willst du machen? Ja, was auch immer gerade passiert ist. Genau, ich unterschreibe es. Asche findet es gut. Machen. Kinder,
gerne mal kostenlos. Rabbit ohne Pissgeld fühlt sich falsch an. Rabbit ohne Pissgeld kann sich verpissen. Kostenlos den Channel abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Und ich sag ein dickes Küsschen. Und wie sagt man, Rumpel die Kumpel, weg ist der Pumpel. Der Kumpel. Oh, was für ein todsympathischer Clip. Was für ein todsympathischer Clip war das denn gerade? Hier, bitteschön, hier, bitteschön, hier, bitteschön, hier, bitteschön. Hier, bitteschön, hier, bitteschön. Liken, liken und subscriben. Fängt ja gerade schon wieder ein Hype-Train an. Ihr seid so eklig, wirklich. Wie kann man denn 3 Hype-Trains in einem Stream machen? Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Ist ja noch schlimmer als 10-mal am Tag wichsen. Irgendwann wird's doch wund und schmerzlich und man will doch nicht mehr. Man will, ich sag, vorbei langsam jetzt. Das reicht jetzt.